Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Force Unleashed 2. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Star Wars The Force Unleashed. Wahrscheinlich auch die letzte. Wir wollen das letzte Mal ein Spiel laden. Und zwar Tatooine. Im Spiegelmodus. Und auch hier kommt wieder ein Schwebetext in Spiegelform. Hoffe ich zumindest. Lang geladen jetzt. So. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars. Eine zerbrechliche Hoffnung. Es ist eine Zeit des Bürgerkriegs. Raumschiffe der Rebellen von einer versteckten Basis angreifend haben ihren ersten Sieg gegen das galaktische Imperium errungen. Während des Kampfes gelang es Spionen der Rebellen, die Geheimpläne für die ultimative Waffe des Imperiums, den Todesstern einer gepanzerten Raumstation mit genug Feuerkraft, um einen Planeten zu zerstören, zu stehlen. Der Imperator schickt Starkiller, den Sith-Assassin, der Darth Vader vernichtete, nach Tatooine, wo die Pläne ausfindig gemacht wurden, bevor die Rebellenallianz der Galaxis ihre Freiheit wiedergibt. Ja, was bauen ein Gong-Druiden? Oder reparieren oder machen die kaputt oder. Falls weiß ich was. Ja, wir sind immer noch Linkshänder, wegen Spiegel. Der Umhang ist was von kaputt, eh. Ich spüre, dass sie noch keinen Erfolg hatten beim Verfolgen ihrer Ziele. Mein Lehrling. Nein, mein Meister. Zum Palast von Jabba dem Hutt weitergehen. Seine Spione sind die einzige zuverlässige Quelle auf diesem Schandfleck eines Planeten. Er wird wissen, wo wir die Droiden finden. Ich werde sie nicht enttäuschen, Meister. Wir werden ja sie... Genau. Oh, wie der Spiegel ist, es wird egal auf jetzt. Mein Lord, hier ist Captain Barros. Der Imperator hat mich angewiesen, Ihnen bei Bedarf zu helfen. Also gut, Captain. Fahren Sie fort. Jawohl, mein Lord. Nein, dahin. Die Jabbas entdeckt. Scheußliche Kreatur. Die sind doch voll niedlich, die kleinen Stinker hier. Ja, wie bereits gesagt, die stinken wirklich. Ah, wieder falsche Richtung. Wo ist der Squaller jetzt da? Jetzt habe ich natürlich keine Macht mehr, toll. Ja, ich weiß, dass ich das Viech hochziehen muss. Runterziehen muss. Oder runterdrücken muss, oder wie auch immer. Ich sehe nichts da. Autsch. Scheiß Vieh. Bringen die sich gerade alle selbst um? Oder gegenseitig um?
Zack, endlich. Runter mit dem Ding. Wie bereits damals mal gesagt, auf meinem Vista-Rechner hätte die Szene geführt 5 Minuten gedauert. Wie das Ding runterfliegt. Weil es einfach so langsam gerendert hat, das war krass. Also einmal haben wir, glaube ich, so um die 10 Minuten gewartet, bis der endlich mal unten war. Nein, hör auf. Boah, ja. Hör auf zu laggen. Nicht nett. So, tschüss. Die hab ich alle mal am Popo doch lecken. Ja. Andere YouTuber würden das als werbefreundlich sehen. So, ich hatte gerade keinen Dings gehabt. Ach komm, ich mache es mal so. Boah, dann trifft man relativ gut sogar. Boah, man trifft ja richtig gut damit. Bams. Aber auf das Teil so. Ja, Eindringlinge kommen sie haben zu stehen. Wachen tötet den dummen Kopf. So, Gesundheitsentzug. Wo ist die Gegner jetzt? Da. Ist perfekt, wenn die Gegner alle direkt neben mir stehen. Was ich auch mal machen könnte, wäre ja diese Attacke hier. Die wird extrem selten nur benutzt. Wo es eigentlich ziemlich geil ist. Unglaublich, ja, ich bin unglaublich, ich bin toll. Gute Arbeit, ja, danke schön. Jetzt ich oder die Gegner, aber die Gegner entschleißen ja wohl keine guten Arbeiten. So, was finden solche hier Holocons? Ich finde hier sogar 2. Wo könnten die nur sein? Ja, Eindringen kommen rein, wenig Schaden, wir werden geschäftig miteinander reden, genau. Aber dafür muss ich auch in die richtige Richtung gehen. In den ganzen Gängen war ja keins, das haben wir ja gesehen. Der allmächtige und gütige Jabba würde gerne. Heute klappt Druide. Ich wundere mich, dass wir es viel verschauen. Wir können einen Mann mit den Toiletten sehr reich machen. Ach nee, jetzt ist das Spiel jetzt wieder so komisch verbuggt. Noch 2 Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreißen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ja. Das sieht total geil aus. Ich weiß nicht, ob es weitergeht, wenn ich jetzt hier einfach mal warte. Da haben wir wieder einen kleinen Absturz. Das Imperium sucht nach 2 Droiden, Astromech und Protokoll, die zusammenreißen. Sie werden für jede Information entlohnt, die ihre Spione liefern können. Ja, es gibt sehr viele Droiden auf Tatooine. Es gibt so viele, dass meine Spione sie alle finden können. Ja. Ja, du Dummkopf. Hahaha. Ich würde sagen, wir machen den Jemko auch wieder auf die schnelle Weise kaputt. Einfach die Tür auf ihn fallen lassen. Die Schweine sollen ihn einfach mal ablenken, so. Gucken wir einfach mal das eine Holocron da aber noch. So, ich gucke das da oben. Und jetzt macht er Energie. Ah, jetzt geht er natürlich genau dahin. Ja, kurz blitzen, dass er auf mich rauf geht. Und tschüss. Man kann ihn natürlich auch normal besiegen, aber so geht's schneller. Und sieht geiler aus. Ist immer was anderes. Aber ich renne jetzt einfach hier durch. So, tschüss. So, Wookies werden gegrillt. Das sieht ja
Anakin erstmal gar nicht gegrillt, sondern abgeschossen erstmal nur. So, ich rette euch gerade das Leben sozusagen. So, tschüss. Ich hoffe mal ab. Ich hoffe mal, ihr springt mir nicht hinterher. Nö, die bleiben da oben stehen. Na gut. Ey, hau ab, hau ab. Das Viech angreifen, ich wollte eigentlich gerade das Ding hier angreifen, so. So. Lass ich schon ab. Zack. Nächster Fahrstuhl, zack, einmal nach unten. Ich glaube, danach kam jetzt auch gleich noch ein Holocron, ne? Da auf der Seite. Ja, ich habe mich sogar mal tatsächlich mal an den Spiegelmodus gewöhnt. Schwierig, aber es geht. Die Droiden sind in Mos Eisley, Captain. Bestens, mein Lord. Wir schicken eine Schwadron hin. Das lassen Sie besser, Captain. Ich werde diese Droiden bergen. Jawohl, mein Lord. So, zack. Genau, die waren auch relativ leicht. Oben stellen und dann den einen besiegen und sich dann das Sith-Holocron schnappen. Dadurch auch übernommen, ne? Weil ich glaube, die sind umprogrammiert, weil sonst würden sie uns eigentlich gar nicht angreifen, weil eigentlich sind sie imperial. Aber die wurden halt, wie gesagt, glaube ich, übernommen. Theoretisch dürften die uns eigentlich nicht angreifen, aber tun sie. Also, tun sie aber trotzdem. Nein, fuck. Ich glaube, immer hier kurz das Holocron hier. Schadensteigerung, perfekt. Ah, jetzt muss ich auch in die Richtung. Sie sind es. Ja, komm, mach mal auf da, Proxy. Proxy, mach die Tür auf. Ach komm, Proxy, mach mal die Tür auf, bitte. So, jetzt. Genau, verwandle dich in Gamorreaner. Tu so, als ob sonst was ist. Und mach die Rolle da auf jeden Fall mal weg. So. Ja. Oh, Alter. Fast tot, ey. Wenn ich so einmal irgendwas erwischt, bin ich weg. Vielleicht schaffen wir, aber wenn wir es durchschaffen, dann sind wir relativ gut. So, durch die Tür kann man sich so schnell treffen lassen, ne? So. Speicherpunkt, ey, toll. Wir verlieren sie. Irgendwie ist unsere Übertragung stört. So, zack. Schöne Stampfattacke noch runter. Ich hoffe, wir kriegen jetzt auch wieder volles Leben. So, ja, haben wir, glaube ich, gerade gehabt. Ich habe es ganz kurz gesehen. Ja, wer ist denn da? Ein Boba? Diesen Ort hast du ziemlich verwüstet. Dein Kopf bringt jetzt jede Menge Credits ein. Dann werde ich das jetzt zu Jabba zurückbringen. Perfekt. Ah, jetzt geht's direkt kaputt. Perfekt. Deine Tricks machen mir keiner. Ich bin nicht beeindruckt. Verdammt, ey. Scheiß Anvisierung. Mann, wir sehen doch mal an. Vor allem diese eine Rakete bringt ihn komplett um.
Ewig langes Blitzen? Nö. Aber diese eine Mini-Rakete da, die macht jetzt mal schön Bums. So, da sind die Droiden. C3PO und S2D2. Ich fürchte, ich kann dir nicht erlauben, das zu tun. Ja. Ich wartete viele Jahre auf die Vernichtung des echten Obi-Wan Kenobi. Verdammt, die Attacke ist sowas von ätzend. Jetzt habe ich ja Spiegel, jetzt muss ich ja wieder aufpassen, in welche Richtung ich gehen muss. Aber der blockt ja alles. Kann ich das machen? Nein. Zack, weg mit dir. Wenn natürlich einmal zu Boden zwingt, dann hat man es auch relativ leicht, wenn man dann stechen kann. So, und welche Taste war das jetzt? Springen, okay. So, nochmal schön reindrücken. Diesmal nicht verkackt. So, ab rein in den Antrieb, aber das war es natürlich noch nicht. Jetzt kommt natürlich noch der Geist. Die unlogische Stelle sozusagen. Der war doch gerade anvisiert. Deine plumpen Angriffe. Das kann ich wieder nicht zu Boden richtig zwingen, also nicht. Die. Nicht stechen. So, zack. Schön auf die Taste hämmern. Ich weiß nicht, ob man das im Video hören kann, aber. Ich bin da so stark drauf. Die Attacke blockt er aber auch irgendwie nicht, ne? Ja, okay. Da wird sich die entsprechend viel ab. Hör auf zu laggen. Ja, okay, das kann ich ja nicht da komme ich nicht dran vorbei. Dann halt, ich renn weg. Ja. Weil ich nicht so schnell kann ich gar nicht die Finger auf die andere Taste nehmen. Perfekt, können wir direkt finishen. Mann, ich muss überlegen, wie lange ich damals bei dem mehr gebraucht habe. So, jetzt Q, ne? Ja, Q. Zack. Und da verschwindet er. Ja, auch von einem Geist, der eigentlich nicht töten kann. Hat sogar noch einen Aufstieg gekriegt. Lauf, Luke, lauf und damit sind wir durch mit dem Spiel. Ja, okay, dann würde ich sagen, erkläre ich dieses Let's Play jetzt hiermit für beendet. Und dann geht's dann gleich bald weiter mit Teil 2. Was ja auf das gute Ende von der Hauptstory basiert. Von euch an Bord Zeit und möge die Macht mit euch sein. Und natürlich auch jetzt. Ciao. Die Folge Star Wars The Force Unleashed ist damit leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zur Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dafür einfach in die Mitte klicken. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und von daher bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit dir sein. Ciao.